Hallo meine Freunde, wir sind wieder in aller Munde und willkommen zum Halloween Special. Was geht ab, meine Freunde? Yoshi hier am Start. Heute testen wir die ultimativen Süßigkeiten für Halloween und wie ihr schon an meiner Hand könnt, bin ich gut vorbereitet. Diese Fleischwunde hat die liebe Nina für mich gestaltet und auch präpariert und vorbereitet. Seht euch das an, wie nice das hier aussieht oder wie echt. Das Video findet ihr auf dem Do-It-Yourself Kids Club Video oder auch bei den Spiel mit mir Videos. Da hat die liebe Nina mehrere Tutorials, How-To Videoanleitungen rausgebracht. Freunde, ich habe hier eine Menge an Süßigkeiten passend zu Halloween. Aber Freunde, dieses Video wird heute ein bisschen anders. Also irgendwie ist hier was in der Luft. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie fliegen mir hier schon die ganzen Sachen die ganze Zeit runter. Oder mein Bild geht die ganze Zeit kaputt. Oder es kommen immer irgendwelche Bilder. Ich habe keine Ahnung. Also erschreckt euch nicht bei diesem Special-Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Deswegen, Freunde, los geht's! So, das Ganze. Wir haben hier echt eine Menge an Sachen. Diese Twinkies habe ich ja bereits schon in einem Video vorgestellt. Die gehören natürlich aber auch wieder hier rein. Und deswegen machen wir diese beiden, auch diese Marshmallows von Ghostbusters. Machen wir dann als letztes. Ich würde sagen, wir fangen mit den Trollies an. Also wir haben hier ein paar Tüten von Trollies. Einmal die klassischen Glotzer, die Trolli-Glotzer mit den Augen. Machen wir das einmal hier kurz auf. Seht euch das an, wie eklig das ausschaut. Da. Jo. Also auf jeden Fall sehr nice. Auf jeden Fall eine gute Deko-Möglichkeit, um irgendwas da vorzubereiten. Gucken wir aber auch, wie das Ganze schmeckt. Boah, das fühlt sich so glibberig und so eklig an. Yeah. Kann man hier schön drauf drücken. Schneiden wir das Ganze mal schnell auf. Wenn es überhaupt möglich ist. Da. Oh, das Ganze hat eine Füllung auch. Ach stimmt, das stand da auch. Freunde, das hat's falsch gemacht. So, das Ganze ist von Trolli mit Glotzer. Wir haben eine saure Füllung hier drin. Es befinden sich 4 Augäpfel drin. Und das Ganze ist mit Schaumzucker, Gummibonbon mit fruchtiger Füllung. Und mit, was für ein Geschmack? Fruchtig halt. Aber ich bin sicher, dass es hier Erdbeergeschmack ist. So, dann testen wir mal. Mmh. Mhm. Boah, das ist wirklich sauer. Aber ich muss sagen, es schmeckt auch sehr cool. Also einmal das Saure innen drin, dann haben wir das Weiße hier, was sehr glibberig ist. Und hier innen drin ist das schon ein bisschen härter von der Konsistenz her. Also es ist eine witzige Mischung, das Ganze zu essen. Ja. Daumen nach oben. Machen wir direkt weiter mit Trolli. Da haben wir einmal die Dracula-Geschichte. Auch hier wieder Schaumzuckerbonbon. Nice, nice, nice. Wir haben hier noch ein bisschen die saure Füllung. Auch hier. Also die Zähne sehen echt gut aus. Nice, nice, nice. Dann wollen wir das Ganze mal schnell probieren. Mhm. Typisch Schaumzucker Gummibonbon. Mhm. Auch hier an sich eigentlich ganz cool gemacht. Wir haben ja nur diese Dracula-Zähne. Hier das rote soll dann Blut darstellen. Also echt eine gute Halloween-Deko. Mhm. Sollte auf jeden Fall nicht zu Hause fehlen. Wenn ihr eine Halloween-Party macht, dann ist weiter mit den Trolli. Habt ihr es gehört? Das war's. Machen wir weiter. Schon wieder. Habt ihr es gerade gesehen?
Also ich gucke ja die ganze Zeit hier auf meinem Display, wenn ich die ganze Zeit die Sachen hier teste, mein Bildschirm auf einmal weg. Ganz komisch. Naja. So, mit Trolli machen wir weiter mit dem Superhirn. Mit 12% Dextrose und fruchtig sauer gefüllt. Mit fruchtiger Füllung und Dextrose. Okay, alles klar, hab's gecheckt. Dann haben wir die Superhirne. Auch hier sehr glibberig. Auf jeden Fall die schöne Hirnform, auch sehr nice. Und dann versuchen wir mal die Füllung hier rauszuschneiden. Naja, als Füllung stelle ich mir schon was anderes vor. Aber doch hier, ja, ist okay. Dafür muss ich sagen, schmecken die umso besser. Okay. Beim Draufkauen kommt die saure Füllung raus. Und die sind richtig gut. Besser als die von Dracula, finde ich. Die sind einfacher zu essen. Oh, und sehr lecker. Nice. Dann machen wir weiter. Wir haben einmal hier eine gemixte Tüte von Trolli, auch hier. Halloween Sweet and Sour. Sehr, sehr, sehr cool. Die Tüte hat mir die liebe Eva besorgt. Und hier finden wir eigentlich alles Mögliche drin, was es von Trolli gibt an Halloween-Sachen. Also auch eine sehr geile Geschichte. Dann packen wir das Ganze hier mal schnell aus. So, was haben wir hier einmal? Wir haben hier... Sind das hier Fledermäuse? Ja, wir haben hier einmal die Fledermäuse. Dann haben wir auch wieder diese Dracula-Zähne in einer anderen Farbe. Dann haben wir hier Würmer, saure Glühwürmchen. Die werde ich auf jeden Fall gleich essen. Dann haben wir hier auch einen Eulen. Und wieder ein Auge ist hier so dabei. Auch sehr nice. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Hier wieder Dracula-Zähne in verschiedenen Farben. Echt eine coole gemixte Tüte. Sehr schön, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, aber wir haben ja noch ein paar Geister, werde ich erstmal die Glühwürmchen essen. So sieht das Ganze aus. Und dann geht's mal los. Ups. Ah, ist mir runtergefallen. Schön sauer. Und sehr lecker. Okay. Boah, Gott. Die kann man auf jeden Fall sehr schnell aufessen. Okay. Dann. Ich probiere aber noch einmal von denen hier welche, weil hier Sweet and Sour steht. Mal gucken, ob diese Gummibärchen auch sauer sind. Mir fällt gerade alles hier auf den Boden. Hier haben wir dann die Bonbons. Ach, die Bonbons sage ich schon. Und die Fruchtgummis. In hier haben wir immer so eine Spinne. Dann haben wir hier auch wieder so einen Wurm. So eine Raupe. Was soll das hier darstellen? Eine Katze. So eine Buckelkatze. Und? Also sauer sind die jetzt nicht. Aber doch, im Nachgeschmack entwickelt sich da irgendwas. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich die Zehennägel sich da rollen. Okay, sehr, sehr, sehr nice. Das war die gemixte Tüte von Trolli. Von Trolli habe ich, glaube ich, noch nicht so viel probiert. Erinnert mich gerade ein bisschen so an Look, irgendwie diese Fun-Kenny-Geschichte. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist mir da gerade danach, das zu sagen. So, schon wieder. Habt ihr das gesehen? Machen wir weiter mit den Haribo Halloween. Was befindet sich hier alles drin? Dies ist eine Zufallsmischung, der tatsächlichen Inhalt kann von angenehm soll Mischung abweichen. Wir sollten auf jeden Fall ein Roulette-Frucht finden, Roulette-Cola, Happy Harry Harryween.
Goldbeeren und Saftbeeren. Okay. Hier haben wir nochmal hier Happy Halloween, Goldbeeren, dann die hier die Roulette-Sachen. Also an sich nichts Spezielles, nur angepasst zu Halloween. Ja, das sind einfach wieder so Mini-Tüten. Dann mit den Figuren einfach da nur. Hier haben wir zum Beispiel einen Kürbis. Dann haben wir hier so einen Guide. Saft Goldbeeren mit 25% mehr Fruchtsaft. Höre ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Die Saftgummibären sagen mir gar nichts. Deswegen probieren wir die mal auf jeden Fall. Also ich habe auch. Die sind auch wesentlich dunkler als die normalen. Und ja, die haben irgendwie mehr. Die haben mehr Geschmack. Mehr Pep. Mhm. Gar nicht so schlecht. Das muss ich mir mal im Hinterkopf behalten. Schaut euch das an, wie viel Süßigkeiten wir hier haben. Wow. Und hier ist noch was drin. Oh, hell yeah. Oh, läuft ja gerade alles aus. So, Freunde, wir haben noch drei Sachen. Wir haben hier noch einmal so Schokoaugen von Riedlein Konfiserie. It's Halloween Time. Mit Milchcreme, also Schokolade mit Milchcremefüllung. Auch sehr nice. Das Ganze erinnert mich irgendwie ein bisschen an Herr der Ringe oder so. Da gibt es auch einen Film mit so einem Auge. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Oder was auch immer. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich richtig liege. Oder kennt ihr die Kinderserie Thundercats? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Das Logo von denen müsste auch so ein Katzenauge sein. Yes, yes. Ups. Das Ganze kriege ich hier nicht auf. So, erstmal wieder hier Platz schaffen. Dann nehmen wir hier mal so ein gelbes Auge raus. Erinnert mich ein bisschen an den Monster Energy Booster. Haben wir mal zur Abwechslung Schokolade, was ich natürlich sehr gut finde. Okay, an sich sieht die Schokolade ganz normal aus, nur die Verpackung, die Packung drumherum ist halt nur so Halloween-mäßig angepasst. Dann schneiden wir mal hier auf und gucken uns die Milchcreme-Füllung an. So ist das Ganze von innen. Okay, auch nicht schlecht. Die Milchcreme riecht man sehr stark heraus. Dann würde ich sagen, let's go. Mmh, verdammt sind die gut. Wow. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die Schokolade. Ich würde sagen, das geht so Richtung Kinderschokolade mit so einer geilen Milchcreme-Füllung. Hey, ja, die sind richtig gut. Daumen nach oben. Voll Riedlein. Boom. Die sind richtig gut. Die müsst ihr euch merken. Das habe ich bei. Wo habe ich es bestellt? Ich glaube, World of Sweets habe ich es bestellt. Oder bei Sugarfari. Ich weiß es gar nicht mehr. Müsst ihr mal. Ich glaube, das war World of Sweets. Guckt euch mal das Video an. Verlinke ich euch später. Am Ende des Videos. Da habe ich eine Haul gemacht. Ich glaube, da habe ich die bestellt und nennt auch euch da den Preis. So weiß ich es jetzt gar nicht. Richtig gut, sehr lecker. So, kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Einmal die Twinkies, die habe ich in einem Video schon mal probiert. Und die sind einfach mega nice. Oh ja, die zu Halloween. Oh yes. Wir haben einmal diese Twinkies mit Lemon-Geschmack. Mit einer grünen Schleimfüllung. Sehr nice. Alles Limit Edition, auch bestellt aus dem Internet. Guckt euch das hier drin schon mal an. Ich versuche das hier einmal rauszubrechen. Hier haben wir die Creme, grüne Füllung. Ist das nicht geil? Autofokus, was ist hier los? Und let's go. Ich freue mich schon. That's so good. Hell yeah. Richtig lecker. Das ist so saftig, so weich und süß. Einfach ein Traum. Diese Twinkies, der Hammer. Ja, kriege ich nicht von genug, auf jeden Fall nicht. Und das muss ich auch noch aufessen. Ja, ist das gut. So, die Marshmallows haben wir uns das Video auch schon mal angeguckt. Ehrlich gesagt ist das nichts Besonderes, nur dass es die Form hat. Geschmackstechnisch ganz normal, Mäusespeck, Marshmallow. Nichts Besonderes. Deswegen werde ich die auch nicht essen, weil ich auch nicht so der Mäusespeck-Fan bin. Freunde, kommen wir zum Fazit vom Habt ihr es gesehen? Kommen wir zum Fazit des Videos, zum ultimativen Halloween-Candy-Test. Oh mein Gott, ich bin so voll gerade.
Also, an sich fangen wir hiermit an, weil ich es gerade immer schön in der Hand habe. Diese Schokoaugen von der Marke hier. Daumen nach oben, sehr lecker. Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Trolli hat sehr geile Ideen. Gerade diese Glotzer. Kann ich euch nur empfehlen. Diese saure Füllung ist der Hammer. Ist auch als Deko für Wackelpudding oder whatever sehr gut geeignet. Die Superhirne waren auch sehr lecker. Die Dracula waren okay. Geschmackstechnisch hat es mich jetzt nicht umgehauen. Aber als Deko würde ich sagen, sollte man es auf jeden Fall nutzen. Aber auch hier wieder, Geschmäcker sind unterschiedlich. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Mir hat es jetzt nicht so geschmeckt. Dann haben wir noch diese gemixte Tüte Halloween Sweet and Sour. Solltet ihr auf jeden Fall auch besorgen für Halloween oder für Halloween-Partys. Haribo, der Klassiker, dafür muss ich nicht reden. Geschmackstechnisch ist das jetzt nichts Besonderes, also sprich wie immer. Nur, dass es halt zu Halloween angepasst ist mit den ganzen Formen und Figuren. Also für Halloween auch eine sehr gute Alternative, sich so eine gemixte Tüte zu holen. Dann haben wir noch die Twinkies. Das ist absolut mein Favorite. Diese geile Kuchen, Torten, keine Ahnung, was auch immer das ist. Einfach geil. Also ich bin froh, dass ihr noch ein paar habt, die ich nachher noch auf jeden Fall verspeisen werde. Und die Marshmallows, da habe ich ja auch im Video gesagt, oder im letzten Video, wenn wir die nochmal rösten, wäre das nochmal ein Tacken geiler. Sonst ist das nichts Besonderes, nur die Form. Aber geschmackstechnisch, ja, ist es halt so. Also wenn ihr eine Halloween-Party macht, wo ihr auch Lagerfeuer habt, holt es euch das. Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Sonst, wenn ihr weitere coole, fresh Videos mit uns, habt ihr das gesehen? Mit uns schauen wollt, dann könnt ihr noch gerne ein Abo dalassen. Einfach unten rechts abonnieren. Sonst hier die weiteren beiden unteren Videos euch angucken, die ich in der Vergangenheit gemacht habe oder die wir in der Vergangenheit gedreht haben. Im Anschluss jetzt direkt hinterher schauen, gönnt euch das Video. Freunde, das war's von meiner Seite aus. Und habt ihr das gesehen? Was war das? Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder und tschüss!